Servus Leute, heute geht's um Thema Bremsscheiben. Ein sehr ergiebiges Thema und sehr groß. Wir machen heute nur die Basics, damit ihr so einen kleinen Anhaltspunkt habt. Wir fangen mal an mit Kleinwagen. Ja? Die haben wenig Leistung, dementsprechend brauchen sie kleine Scheibe und die sind meist massiv. Jetzt kommen wir aber zum Männerthema. Ja? Sportwagen oder einfach schnelle Autos. Ja? Die haben natürlich bei Bremsen immer viel Temperatur erzeugen die. Die müssen auch viel mehr leisten und deswegen haben wir natürlich erstmal eine größere Scheibe und wir müssen besser kühlen. Das haben wir durch innenbelüftete Scheiben. Die sehen so aus. Die radialen Kanäle dienen dazu, dass bei Rotation ein Ventilatoreffekt quasi entsteht und dieser zieht natürlich besser die Wärme raus. Also somit haben wir eine bessere Wärmeabfuhr. Zusätzlich zur Kühlung haben wir noch Bohrungen quasi. Das sind Axialbohrungen und die dienen natürlich auch der Kühlung. Dann gibt es noch geschlitzte Bremsscheiben. Geschlitzte Bremsscheiben, die haben nichts mit der Kühlung zu tun. Die haben eher da was mit zu tun, dass Reibschmutz und Wasser vom Regen, also die werden einfach besser abgeführt. Durch die Rotation wird der Schmutz nach außen befördert. Innenbelüftet. Innenbelüftet haben wir natürlich auf der Hinterachse. Kann natürlich auch stattfinden. Da haben wir meistens eine Trommelbremse noch für die Handbremse. Da brauchen wir natürlich mehr Platz. Das haben wir hier. Trotzdem hier der Reibring mit Axialkanälen zur besseren Kühlung. Jetzt haben wir noch Spezialbremsscheiben. Ja? Fahrzeuge mit ABS benötigen halt auch einen ABS-Ring. Der ist schon hier mit verbaut. Und zusätzlich haben wir noch ein Radlager verbaut. Bei diesen Scheiben ist natürlich Obacht gegeben und man muss sehr, sehr feinfühlig rangehen. Vielleicht auch mal die Montagebeschreibung lesen. Die meisten Scheiben sind aus Grauguss. Jetzt haben wir natürlich auch einen optischen Faktor und eine schnellere Montage, wenn sie lackiert ist, behandelt ist. So wie diese hier. Sieht natürlich auch cooler aus, wenn du durch die Alufelge guckst, dann hast du natürlich hier eine schöne imposante Scheibe und dann gammelt da auch nicht der Topf immer so an. Der hat ja sonst Flugrost öftermals. Kleiner Tipp noch für die Wartung bzw. beim Service, könnt ihr auch die Dicke des Reibringes mal nachmessen. Und wenn ihr nicht genau wisst, wie dick darf er mindestens sein oder wie dünn, da habt ihr hier nämlich eine Angabe. Und der sagt dir, wie dick der Reibring mindestens sein muss. Also das ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt zum Thema Bremsscheiben, aber das sind die Basics und die bringen euch hoffentlich weiter. Beim nächsten Video gibt es ja ein neues Thema. Auch interessant. Definitiv. Mit ohne Bremse geht's ins Auge.